Wir arbeiten an dem Zugkonzept der Zukunft und an dem Zug der Zukunft, dem Next Generation Train. Unter anderem werden auch neue Crash-Konzepte berücksichtigt, die eben in diesem Zug dann eingebaut werden und womit es ermöglicht wird, in Zukunft dann auch die Sicherheit des ohnehin schon recht sicheren Bahnbetriebs oder des Bahnverkehrs noch weiter zu erhöhen. Man muss sich vorstellen, wenn ein Zug mit einem anderen Zug kollidiert, wird eine Energieaufnahme von bis zu 10 Megajoule verteilt über den gesamten Zug notwendig. Und wenn man das jetzt referenziert auf die Energieaufnahme eines PKWs bei einem Unfall, wären das etwa 160 PKW, die hier zur Kollision gebracht werden. Wir verwenden ein innovatives Material, das verhältnismäßig viel Energie aufnehmen kann, einen sogenannten HSD-Stahl, also ein Material mit hoher Dehnbarkeit bei gleichzeitig hoher Festigkeit. Jeder Mittelwagen hat im Prinzip am Anfang und am Ende jeweils ein Crash-Element. Und diese Crash-Elemente dienen eben dazu, dass im ungünstigsten Fall eines Unfalles die Energie umgewandelt wird, sodass die Fahrgäste nach Möglichkeit nicht zu Schaden kommen. Die Idee hinter dieser Crash-Anordnung ist, sowohl dieses Crash-Konzept möglichst leicht bauen zu können, als auch die nachfolgende Struktur, die sich dahinter befindet. Sodass man da zum einen ein leichtes Fahrzeug erreichen kann, zum anderen ein sicheres Fahrzeug natürlich erreichen kann. Und gerade während einer Kollision wird dieses Crash-Konzept teleskopartig ineinander geschoben, die Energie wird aufgenommen und die Zone dazwischen, in der sich die Fahrgäste befinden, wird dadurch geschont. Bei einer Kollision wird ein Rohr durch einen enger werdenden Querschnitt geschoben, wodurch viel Kraft notwendig wird. Und durch diese Kraft wird der kollidierende Wagen abgebremst. Es geht um die kontrollierte Energieaufnahme während eines Kollisionsvorgangs. Funktioniert. Die größten Energieumwandlungskomponenten haben ihre Arbeit sehr gut getan und haben das Fahrzeug verlangsamt und abgebremst. Die mittleren haben auch sehr gut funktioniert und die restlichen Komponenten auch. Also ich fühle mich gerade sehr erleichtert, muss ich sagen. Also es hat sehr gut geklappt. Wir haben bei der richtigen Geschwindigkeit auch die richtige Menge an Energie aufgenommen, so wie geplant, wie schon in der Simulation auch vorhergesagt. Und also so ein Test führt man nicht alle Tage durch. Und da ist man dann sehr froh, wenn es dann soweit ist, wenn alles funktioniert hat.